Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und wir werden heute mal einen richtig coolen Kampf machen zwischen allen drei Hybriden von diesem Mann hier oben rechts, nämlich Dr. Henry Wu. Der hat ja drei richtige Kampfmaschinen erschaffen. Und wir finden heute raus, welche von diesen die stärkste ist. Nummer 1 ist natürlich der Indominus Rex. Und das hier ist der zweite Kandidat, nämlich der Indoraptor. Der sieht auch echt böse aus. Das hier ist übrigens mit meinem Lieblingsskin von dem Indoraptor, dieser rote. Und das hier ist der dritte und letzte Kandidat, nämlich der Scorpius Rex oder E750 aus der Serie Camp Kreidezeit. Der sieht auch echt so mega böse aus. Und der letzte Kandidat landet jetzt hier auch in der Kampfarena. Dann geht's auch gleich schon los. Sobald alle aufgestanden sind, starte ich das Ganze hier. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wer sich hier durchsetzen wird von den drei Hybriden. Das wird bestimmt ein richtig krasser Kampf. Und ich glaube, der Scorpius und der Indoraptor kämpfen jetzt als allererstes gegeneinander. Der erste Treffer, den landet hier der Indoraptor. Der Indominus Rex hält sich erstmal bedeckt im Hintergrund. Oh, und die beiden trennen sich schon wieder. Also hat hier nur der Scorpius Rex einen Treffer abbekommen. Und der blutet jetzt auch hier. Also der scheint gesessen zu haben. Ich weiß gar nicht, ob der Indoraptor auch verletzt ist. Sieht schon so aus, als wenn der verschrammt ist. Oh, der Indominus Rex will ausbrechen. Ich habe es gerade deaktiviert. Ich hoffe, ja, das scheint zu funktionieren. Also er hat hier nur die Wand ein bisschen beschädigt. Weil es gibt hier kein Entkommen aus der Kampfarena. Könnte natürlich auch sein, dass der Indoraptor jetzt vergiftet ist, weil er halt Kontakt hatte zum Scorpius. Weil der Scorpius hat ja diese Stacheln, die halt giftig sind. Schreibt mal in die Kommentare, welchen von den drei ihr am krassesten findet. Ich finde, die sehen alle richtig cool aus und mega gefährlich. Oh, was macht denn der Scorpius hier? Legt sich hin und steht direkt wieder auf. Oh, geht jetzt hier der Kampf weiter? Okay, der Indoraptor scheint sich rauszuhalten. Also Indominus Rex gegen Scorpius Rex. Und der Scorpius Rex ist schon blutüberströmt. Und der wird jetzt hier auch von dem Indominus Rex gefinisht. Also ist der Scorpius schon mal raus. Und ich glaube, jetzt geht es hier auch direkt weiter mit dem Indominus Rex und dem Indoraptor. Ne, die beiden schreien sich nur an und trennen sich jetzt nochmal. Aber scheint auch niemand die Leiche zu fressen von dem Scorpius. Aber ich glaube, der Indoraptor ist mittlerweile auch wieder ja fast geheilt. Also die Narben sind schon ein bisschen besser geworden. Je mehr Zeit sich hier der Indoraptor lässt, desto besser natürlich für ihn, weil er halt verletzt ist. Ich glaube, der Indominus Rex ist noch bei 100% Leben. Oh, jetzt geht's, glaube ich, los. Jetzt sieht es fast so aus, als wenn die beiden hier in Stellung gehen.
Und der Indominus Rex landet hier wieder ein Treffer. Der Kampf findet statt auf der Leiche von dem Scorpius. Das sieht nicht gut aus für den Indoraptor. Ah, jetzt wehrt er sich wenigstens mal. Das ist gut. Jetzt hat auch der Indominus Rex mal einen Treffer abbekommen. Aber das hilft nicht. Der Indominus Rex macht kurzen Prozess und ist damit der Sieger von diesem Battle Royale. Das könnte daran liegen, dass er sich hier am Anfang rausgehalten hat und dann logischerweise noch der fitteste war. Falls ihr dann nochmal ein Rematch sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht, wenn wir das Ganze nochmal machen, dann setzt sich hier auch ein anderer durch, wer weiß. Ich fand den Kampf aber wirklich spannend. Ich hoffe ihr auch, falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr auch noch Ideen habt für andere Kämpfe, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.